In der Yakuza hat man es schwerer als gedacht. Von dem Gefängnis zurück auf die Straße, von der Straße zurück in die Mafia und von der Mafia zurück in den, Achtung, Kindergarten. Soweit die Vita von Yakuza 3 Protagonist Kazuma grob zusammengefasst. Im Detail sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Lieber Gott im Himmel, ich wünsche mir, dass es bald eine neue Staffel von Battlestar Galactica gibt, Zahnspang mit Erdbeergeschmack und dass Yakuza 3 endlich mal in Deutschland rauskommt. Bist du es? Ja, ich bin es. Wer? Gott, Digga. Hör zu. Ich bin nicht oft am Start, aber bei deinem Geprayer kriege ich nasse Ohren. Deshalb erfülle ich dir einen Wunsch. Dankeschön. Unsere Gebete wurden erhört. Lange Zeit stand gar nicht fest, ob der dritte Teil von Segas großem Mafia-Epos überhaupt bei uns erscheint. Für Japano-Nerds eine Katastrophe, aber auch für Normalo-Zocker ein Verlust, da die Yakuza-Serie nämlich auch spielerisch ordentlich was drauf hat. Bevor wir aber ins Detail gehen, rekapitulieren wir erst einmal die Story. In Teil 1 wird Oberpimp Kazuma ein Mord angehängt und er landet für 10 Jahre im Knast. Wieder draußen tritt er jede Menge Ärsche und löst eine politische Verschwörung auf. Allerdings gehen dabei sein Ziehvater, seine Ex und sein bester Freund drauf. Übermannt von Trauer stürzt er sich in Teil 2 ins Nachtleben, macht dort ein paar Bitches klar und tritt natürlich wieder jede Menge Ärsche. Nun steht er aber vor seiner größten Herausforderung. In Teil 3 leitet er nämlich ein Waisenhaus. Yakuza-Kenner werden sich in den ersten Spielstunden verwundert die Augen reiben. Kazuma tritt gar keine Ärsche. Vom Mafia-Killer zur Supernanny. Trotz aller Anstrengungen ist allerdings schon bald Schluss mit dem trauten Familienglück. Kazuma mag zwar jetzt ein Waisenhaus leiten, aber sein altes Leben holt ihn immer wieder ein. Oft kennt er für irgendwelche Probleme nur eine Lösung: rohe Gewalt. Das Markenzeichen der Yakuza-Serie ist der sehr gut umgesetzte Kampfmodus. Stets in Unterzahl tritt, schlägt und prügelt Kazuma mit allem, was er in die Finger bekommt. Wie schon in den Vorgängern macht das Kämpfen ordentlich Laune, allerdings sollten Neulinge vielleicht besser im Easy-Modus starten. Ohne perfekte Beherrschung der Steuerung ist sonst nämlich Backenfutter und damit auch viel Frust angesagt. Die Kämpfe sind in eine große Open-World-Stadt eingebettet, die dem Vergnügungsviertel Tokios nachempfunden ist. Außerdem zieht es Kazuma diesmal auch aufs Land, wo ihr euch in diversen Story- und Nebenquests richtig austoben könnt. Auch wenn eure Streifzüge etwas zu oft durch Kämpfe unterbrochen werden, macht das Erkunden der Städte echt Spaß und bietet genug Möglichkeiten, um auch mal abzuschalten. Besonders cool sind wieder mal die vielen Minigames, diesmal sogar inklusive Billard und einem ausgewachsenen Golfsimulator. Beachtet aber immer, dass das Verbrechen nie eine Pause macht. Ich kann mich ganz genau an den Typen erinnern. Der war so 1,80 groß, muskulös, hatte kein Hemd an, langes, wallendes, weißes Haar, eine Kapitänsmütze, in der linken ein Boxhandschuh und in der rechten ein Pömpel. Hä? Das ist er! Einen großen Teil des Reizes von Yakuza macht die bunte Verbrechersippe aus, die sich euch entgegenstellt. Eure Gegenspieler sind charismatisch und so richtig schön durchgeknallt. Im Kontrast dazu steht die gelegentlich lahme Geschichte, die wieder und wieder in langweiliges Politik-Wischiwaschi-Gelaber abdriftet. Die kleinen Unzulänglichkeiten sollten aber niemanden davon abhalten, Yakuza 3 eine Chance zu geben. Gerade Sega-Fans alter Schule finden hier ein adäquates Äquivalent zur mittlerweile eingestampften Shenmue-Serie. Wer ein Stück japanische Lebenskultur oder eine spannende Gangsterballade nacherleben will, ist hier auch an der richtigen Adresse. Unsere Meinung lautet deshalb: Klar, Yakuza 3 ist ein sehr, sehr japanisches Spiel mit viel Karaoke, Miso-Soup und schrägen Mafia-Vögeln. Allerdings steckt da drin auch wirklich ein feines Open-World-Beat'em-Up drin, das in der Form aktuell noch konkurrenzlos ist.